Willkommen Leute zu meinem Experiment, was ich euch vorgeschlagen habe auf Facebook, was ich vorhatte zu machen. Und zwar geht es hier darum, ich als PC-Shooter setze mich mal an die Konsole, setze mich an meine Xbox und versuche mich mal im Multiplayer an einem Konsolenshooter. Und was kann man da andere spielen, außer Halo 3 natürlich. Halo 3 ist mit, denke ich, der Konsolenshooter schlechthin und auch der Shooter, den man ansonsten als PC-Spieler natürlich vollkommen verpasst. Deswegen habe ich das Ganze mal angeschaut und ihr seht jetzt hier zusammengeschnittenes Material, da das sonst ansonsten ein bisschen langweilig gewesen wäre, weil da viel Leerlaufpausen drin sind zwischen Lobbysuche und. Da habe ich ein bisschen das Gameplay mal zusammengeschnitten und mache jetzt natürlich ein Commentary für euch im Nachhinein. Und ja, natürlich am Anfang habe ich mir die Frage gestellt, kann ich mithalten einigermaßen? Wird es mir Spaß bringen und ist das Ganze vielleicht zu vergleichen mit einer PC-Shooter oder ist das doch wirklich eine ganz andere Welt? Ja, die Fragen werden wir, denke ich, am Ende des Gameplays beantworten können. Wir spielen hier gerade Team Deathmatch, das war meine allererste Runde und ich war dann noch tierisch verwirrt, worum es jetzt geht und wer jetzt überhaupt wo ist. Gerade das Join war aber am Anfang nicht so einfach, weil es nicht einfach ist, ja, hier ist Team Deathmatch, drück drauf und los geht's. Und hier habe ich mich selbst weggesprengt und den anderen auch mit weggesprengt. Danach habe ich eine zweite Runde gespielt, das war alle gegen alle Hügelkönig. Ja, dass sie da immer neue Namen nehmen müssen, weiß ich auch nicht so ganz. Es ist im Grunde genommen einfach King of the Hill, Hügelkönig sagt es ja schon ganz gut. Ist vielleicht nur die deutsche Übersetzung, ich weiß nicht, vielleicht heißt es ja im Englischen auch King of the Hill. Hat auch gut Laune gemacht, wobei ich sagen muss, dass mir die Teamspiele am meisten Spaß gebracht haben. Und ich gerade hier am Anfang noch ziemlich verplant umhergelaufen bin und von hinten natürlich voll weggefetzt wurde gerade. Ansonsten war es eigentlich recht nice. Der beballert mich da gerade mit Raketen, jetzt war ich riesig großes Aim. Was ich jetzt nicht auspacken werde, vor allem gleich mit der Pistole, das war wirklich lächerlich. Aber ich muss sagen, nach und nach, also die ersten Runden waren wirklich noch schlimm, meiner Meinung nach. Gerade vom Aiming her. Aber das wurde immer besser mit jeder Runde. Und ihn habe ich dann ja auch zuletzt dann noch gut ausgeschaltet. Was heißt gut? Eher weniger gut. Hier habe ich keine Munition mehr, das bemerke ich aber auch erst relativ spät. Und jetzt geht es noch auf die Suche, mir eine Waffe zu finden. Da mit zwei Schuss im Magazin nicht viel zu regeln ist in der Pistole. Obwohl die Pistole gar nicht so schlecht ist. Nachher mache ich da auch noch ein Spiel mit. Das kann man was machen. Die Pistole, das Gewehr hier, ist glaube ich so ein Nahkampfschrotgewehr oder so. Auf jeden Fall auf Entfernung trifft man da gar nichts mit. Aber im Nahkampf geht es dann doch relativ gut. Wie ihr sehen könnt. Und ja, ich versuche hier das hier oben zu halten, aber ja, kriege ich dann wieder voll ins Gesicht, weil ich gerade am Anfang immer noch Probleme gehabt habe, immer ja den roten Button zu finden zum Melee-Hitten. Ich bin da oftmals eher auf den linken Button gekommen, deswegen ja, sehr unpraktisch. Gerade wenn man am Anfang nicht genau weiß oder nicht so schnell mit der Reaktion ist, was die Melee-Attacke angeht, dann hast du echt schnell das Nachsehen, habe ich gemerkt. Ansonsten war es eigentlich recht relativ lustig bei King of the Hill. Heute jetzt hier versucht nochmal draufzustellen, gegen den anderen zu kämpfen, weil er hat mir wieder millimäßig eins voll ins Gesicht gehauen. Wo ich, wie gesagt, schnell das Nachsehen habe. Dann habe ich hier so eine, ich weiß nicht, wie die Waffen heißen. Also wie gesagt, ich habe Halo echt nicht viel gespielt. Das war echt eher testweise, aber es hat Laune gemacht. Das weiß ich, so eine Art Raketengranatwerfer, whatever. Haut richtig gut was raus. Wenn man damit trifft. Fan. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, was mich so ein bisschen in Halo gestört hat. So, das Trefferfeedback war vielleicht noch ganz okay. Das hat mich jetzt nicht so gestört. Was mich so ein bisschen gestört hat, es war kein wirkliches Feedback von Kills da. Ich sag mal, mittlerweile ist man ja gewöhnt, dass da irgendwie seine 100, weiß ich nicht, EP, whatever Punkte aufplöppen wie im Battlefield oder Call of Duty. Das fehlt hier irgendwie so ein bisschen. Das heißt, man kriegt nicht so der, ich sag mal, der Belohnungsfaktor bei einem Kill ist nicht so hoch. Also da kommt nur so eine kleine Einblendung links unten. Wenn jemand einen Kill gemacht hat und man kriegt dann nicht so hundertprozentig mit, wann man wen gekillt hat. Das ist schöner in Counter-Strike oder sonst wo geregelt, finde ich. Da kriegt man die Kill-Anzeige doch ein bisschen besser hin. Meine Meinung. Dann habe ich hier so einen Modus gespielt, wo alle mit so einem hübschen Schwert unterwegs bin, wo ich übelst auf den Sack bekommen habe, muss ich sagen. Und dann dauernd so Leute auf mich zugesprungen sind und mir richtig einen auf den Sack gegeben haben, weil ich gerade so im Nahkampf natürlich auch nicht genau weiß, wo jetzt der Triggerpunkt ist, wann drückt man ab und wann drückt man am besten nicht ab. Da habe ich echt übelst auf den Sack bekommen. Ansonsten, ja,
Wie kann man das sagen? Am Anfang habe ich wirklich als PC-Spieler wirklich sehr stark das Nachsehen gehabt. Es wurde aber natürlich, wie gesagt, mit Map zu Map und mit Runde zu Runde besser. Hat mich sehr erfreut. Und ja, ich würde jedem einfach raten, sich wirklich einzuspielen. Man kommt da schon langsam rein. Das war jetzt ja auch, ich bin echt noch nicht wirklich richtig drin, aber ich habe auch gemerkt, dass es mit Runde besser wurde mit Map zu Map und mit jedem Kill dann doch mehr Lust drauf gekommen ist. Am Anfang war ich doch eher gesagt, oh mein Gott, wie kann sowas Spaß bringen? Das war am Anfang wirklich so. Ich habe mich da mal ein bisschen reingebissen. Habe dann jetzt Team Deathmatch angefangen, so gesehen. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich habe schon wieder vergessen. Team Jäger, Team, hast du nicht gesehen. Wie die ganzen Bezeichnungen sind. Ich weiß nicht, muss das sein, dass man eine andere geben? Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann Team Deathmatch jetzt gespielt. Ich spiele im blauen Team. Das war eigentlich relativ cool. Die Map spiele ich, habe ich sogar danach nochmal gespielt im Team Deathmatch. Hat so relativ gut funktioniert. Auch wenn er jetzt hier meine Teamkameraden auseinandergenommen hat. Versuche ihn da ein bisschen zu verfolgen. Was nicht so hundertprozentig geklappt hat, weil mein anderer Teamkamerad ihn da gleich hinterher rennt. Und er jetzt einfach verschwunden ist. Nicht so schlimm. Ich bewege mich weiter. Und lass mich da gekonnt von oben abschießen, auch wenn ich versuche noch irgendwie zu entkommen. Aber der hat mich mit dem Assault Rifle echt übelst in auf den Sack gegeben. Das Assault Rifle habe ich ja auch gerade draußen. So meine Lieblingswaffe gewesen eigentlich schon, weil es echt sehr präzise ist und eigentlich auch dementsprechend viel Schaden gemacht hat und auch auf Entfernung zu gebrauchen war. Und nicht so unnütz war wie das normale Sturmgewehr auf Entfernung. Da hatte ich eher Probleme mit zu treffen. Deswegen war das Assault-Gewehr doch relativ stark. Hier hatte man sogar gleich vom Start weg. Ansonsten liegt es eigentlich auch sehr oft rum auf der Map. Man muss die Sachen, Waffen da auch wieder aufnehmen. Das hat mir sehr gefallen, weil das eigentlich so mehr in Vergessenheit geraten worden ist in den letzten Spielen. Ich sag mal, Call of Duty, da webt man seine Waffen auch nicht aus. Die wählt man auf und Battlefield eigentlich auch nicht. Aber das hat mich so ein bisschen an Unreal Tournament erinnert. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Es ist halt nicht so klassenbasiert, sodass man sich alles freispielen muss. Das hat mir gefallen. Durchaus. Mit einer Granate in die Fresse bekommen und dann drehe ich wieder im Kreis. So, jetzt habe ich meine Assault Rifle wieder rausgeholt. Und begleite so mein Team gerade. Wechsel dann natürlich wieder schnell mal auf die Assault Rifle. Beziehungsweise nicht Assault Rifle, ist jetzt das Sturmgewehr. Ich hoffe, das heißt noch Sturmgewehr. Ich bin das andere, glaube ich, das Assault Rifle. Hoffe ich zumindest. Und versucht dann mein Team so ein bisschen zu beschützen. Natürlich ist es wichtig im Teamplay, da ein bisschen zusammen zu bleiben und nicht so komplett alleine rumzulaufen, wenn man da schon ein bisschen schnell auseinandergenommen werden kann, weil wenn man da gerade zwei Leute trifft, ja, da kann man auf gut Glück vielleicht nur einen mitnehmen, aber da muss man schon gucken. Jetzt fliegen hier schon Granaten. Aber der hat übelst das Nachsehen gehabt, weil ich da eine Granate in sein Gravitationsfeld geworfen habe, was natürlich mit hinterher geflogen ist. Er verschwindet da jetzt und sein Gegnerfreund tut mir da übelst aufs Korn nehmen. Das war nicht so schön. Aber ja, deswegen nicht alleine rumlaufen, sonst hat man gleich zwei Leute. Das war mein Fehler definitiv. Nur hier habe ich einfach kräftig draufgehalten. Das ist einfach umgefallen. Auch wenn er hier so ein hübsches Schutzschild aufgestellt hat. Das war auch nicht so hundertprozentig verstanden, was hier alles... Es gibt irgendwie so Special-Teile, die kann man aufsammeln und so aufstellen. So Schutzschilde und so Energieabsauger. So hundertprozentig habe ich es nicht durchblickt, wo die rumliegen und wie die ganz genau funktionieren. Ansonsten gibt es noch diese großen Waffen, die ich jetzt zum Beispiel in der Hand habe. Das sind so richtige Raketenwerfer und hast du nicht gesehen. Es gab noch einen Flammenwerfer. Auch richtig cool. Man ist damit sehr langsam unterwegs und kann auch sehr langsam sich nur bewegen. Deswegen haben die natürlich auch Nachteile und sind deswegen nicht vollkommen aus der Balance, meiner Meinung nach. Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, was ihr vom Halo Gameplay haltet und ob ihr vielleicht davon mehr sehen wollt in Zukunft. Ja, ich will noch nicht zu viel wegnehmen, ob ich meine Fragen schon beantworten kann, ob mir das Spaß gemacht hat und ob ich irgendwie mithalten kann, das werde ich, denke ich, am Ende beantworten. Und ja, ich könnt ihr mir auch in die Kommentare dann dementsprechend schreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, das ist hier, glaube ich, schon die zweite Runde gewesen da, Team Deathmatch, oder da unten steht es auch, Team Slayer heißt es. Warum auch Slayer? Für mich ist es einfach nur ein Team Deathmatch. Macht auf jeden Fall Laune, die Maps sind auch relativ cool geraten, wobei ich sagen muss, die ist jetzt relativ unspektakulär gewesen, meiner Meinung nach. Aber waren auch ein paar coolere dabei, gerade am Anfang die Waldwiesen, das fand ich schon cooler. So, jetzt soll ich ja, glaube ich, gleich eine Pistole raus. Versuchen mit der Pistole irgendwas zu reißen, was sogar, glaube ich, da geklappt hat. Und die Pistole gar nicht so unnütz war. Obwohl, da läuft gerade meine Granate rein. Naja, das kommt nochmal, glaube ich. Das war das mit der Granate. Der ungepeilt da reingelaufen ist.
Ansonsten relativ weitläufig, wenn man auch ein bisschen verstanden hat, wie die Maps funktionieren, dann geht's eigentlich auch. Dann weiß man, wo die her, die Gegner kommen. Am Anfang war ich echt nur ein bisschen verplant. Kriege ich gleich eine Granate ab, werfe dann eine Granate hinterher. Und werde dann mit Flammenwerfer flambiert. Hab er da noch einen Gegner getötet mit meiner Granate, wenn ihr es unten links gesehen habt. Gegner aus dem Jenseits erledigt. Ich bin so eine kleine Batch. Sehr dezent, sag ich mal. Das ist halt nicht wie ein Call of Duty, wo das gleich so aufbleibt. Hier hast du einen Gegner getötet. Bin ich mitten in Lager hat reingejumpt und wurde natürlich von hinten gleich auseinandergenommen. Hab er noch einen mitgenommen. Deswegen ganz okay gewesen. Ansonsten das Halo-Gameplay vom Ding her hat mir so gesehen eigentlich schon recht gut gefallen, muss ich sagen. Da, das mit der Pistole, was ich meinte. So schlecht ist die Pistole gar nicht, wenn man damit trifft. Vom Gameplay macht Halo eigentlich durchaus Spaß. Auch wenn es natürlich mit der Gamepad zu steuern natürlich für den Anfang, gerade als PC-Gamer, relativ ungewohnt ist, sage ich mal. Und man doch ein bisschen hektisch reagiert. Gerade am Anfang habe ich sehr hektisch reagiert und wirklich viel umhergehempelt. Was sich natürlich später dann ein bisschen gebessert hat, wo noch mal ein bisschen längeres Gameplay ihr gleich zu sehen bekommen werdet. Wo dann auf einer anderen Map nochmal Team Deathmatch spielen. Ich glaube, Team Deathmatch ist auch das, was ich mehr spielen würde, wollen würde, weil es am meisten Spaß gebracht hat. Und man halt nicht so alleine unterwegs ist und wenn ich gerade natürlich alleine momentan noch deutlich mehr auf den Sack kriege, weil ich natürlich mich deutlich mehr dann umsehen müsste, mehr die Map-Kenntnisse haben müsste. Im Teamplay ist das dann etwas einfacher, sage ich mal. Und das ist das Sniper-Gewehr. Im Sniper-Gewehr habe ich überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt, weil ich es auch schnell wieder weggepackt habe vielleicht. Hier kommt jetzt eine riesen Brigade, sage ich mal, aus dem Gravitationsfeld raus. Aber ich das versucht habe, noch irgendwie zu retten mit einer Granate, die zwei Leute auseinandergenommen, aber meine Freunde haben sie gekillt. Dann kommen da gleich schon wieder mehrere Granaten wieder mit hochgeflogen und ja, da habe ich zu hektisch reagiert und habe auch das Nachsehen. Danach, ja, zweite Map, die habe ich auch, glaube ich, zwei Runden gespielt danach nochmal. War auf jeden Fall relativ cool, die Map. Hat mir schon ein bisschen mehr gefallen, auch wenn es so Container-Map-mäßig ist. Ich sag mal, grafisch ist es halt nicht wirklich schön. Das ist okay. Ich konnte mich sehr gut damit anfreunden, sage ich mal. Da gibt es dann auch diese großen Dinger, die da rumstehen. Man kann die auch, glaube ich, abreißen dann und benutzen. Das hat wer im Gameplay gemacht, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich auch einfach nur noch weg wollte, was ich auch dementsprechend aber nicht mehr ganz geschafft habe. Und ja, die Container-Map war ganz cool. Von der Grafik her, wie gesagt, Halo nicht unbedingt besonders schön. Was ich mir gewünschen würde für Halo, wäre auf jeden Fall Anti-Aliasing, dass die Kanten nicht ganz so flimmern, beziehungsweise so große Kanten geben. Aber ja, man kann natürlich nicht alles haben. Und dafür läuft es halt wirklich gut und flüssig auf der Xbox, das muss man schon sagen. Ja. Also versuche ich mit meinem Assault Rifle jetzt den Typen hier aufzuhalten, den ich gerade unten gesehen habe. Wechsel hier jetzt gleich auch wieder auf das Schwert. Moment, ich aber nicht der große Erfolge erzielen konnte. Weil ja, Nahkämpfer, da fehlt mir einfach noch das Gefühl, wann der Triggerpunkt ist, wenn man auf den Gegner zuläuft und ihn damit trifft. Wie gesagt, am besten hat mir immer noch das Assault Rifle gefallen und das war auch, ist auch nur, denke ich, eine relativ gute Waffe. Da habe ich auch Halo 4 Stream damals gesehen, das war auch relativ cool da. Und ja, vielleicht hole ich mir sogar nochmal Halo 4. Fast. Habe ich fast sogar nochmal Lust zu. Aber ich kann auch bei Halo 3 bleiben. Eigentlich macht es für mich ja keinen Unterschied, weil ich alle nicht so viel gespielt habe. Da versuche ich nochmal jemanden auf Entfernung zu kriegen. Und nicht so hundertprozentig funktioniert, weil die Leute dann immer schon schnell um die Ecken laufen. Ich unterstütze da mein Team weiter. Kriegt er jetzt übelst eine Granate in die Fresse und gleich noch eine zweite hinterher. Die mir auch übelst gegeben hat. Ja, hier One-on-One nochmal Assault Rifle, weil ich relativ gut geredet habe, weil ich auch recht gut aufgewichen bin. Dann kommt mir jemand unsichtbar in die Fresse, versuche ihn einfach zu entfernen und er muss währenddessen nachladen. Und gleich kommt nämlich gleich noch jemand um die Ecke. Und ich gleich noch wieder Assault Rifle draufhalte. Versuche ich ein paar Granaten natürlich entgegenzuwerfen, weil das nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Aber nicht so schlimm. Und dann gibt er mir auch mit dem Scharfschützen über MS und einem MG. Nämlich ich auch wieder in so eine Situation gerade, wo ich in drei Leute reingerannt bin, habe ich noch maximal einen mitnehmen können. Deswegen, ja, wie gesagt, Teamplay versucht bei den Leuten zu laufen, was natürlich nicht immer hundertprozentig funktioniert. Hier One-on-One, ich habe die Pistole gewechselt, weil ich da eigentlich schon wechseln wollte auf den Raketenwerfer, den ihr hier sehen könnt, den ich gleich auspacke. Wo ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie der von der Flugbahn ist, deswegen auch voll auf dem Boden. Wenigstens danach nochmal einen Treffer gehabt. Dann eher nicht. Und dann eher mich selbst getötet. Aber ich habe ihn wenigstens noch mitgenommen ins Jenseits. Von daher war okay.
Ja, damit nähert sich das Gameplay auch schon dem Ende zu. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was haltet ihr von Halo? Wollt ihr vielleicht von Halo mehr sehen? Ja, mein Experiment nähert sich damit so sogar schon dem Ende zu. Und ja, wie waren die Fragen am Anfang? Habe ich mithalten können? Würde ich sagen, nee, nicht wirklich. Ich habe mich meistens eher letzter Mittelfeld aufgehalten, aber wirklich besonders gut war ich nicht. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Wie gesagt, ich habe zum ersten Mal wirklich Konsolen-Shooter-mäßig gespielt im Multiplayer. Und auch im Singleplayer habe ich Konsolen-Shooter seit Ewigkeiten nicht gespielt. Deswegen sei es mir zu verzeihen. Aber ansonsten hat es mir Spaß gebracht. Ja, definitiv. Spaß gebracht hat es auf jeden Fall. Deswegen kann ich nur empfehlen, auch wenn ihr eher abgeneigt seid, den Konsolenshooter als PC-Spieler, schaut mal rein. Es ist nicht schlecht. Man muss sich definitiv erst einspielen. Und ja, mit Maus und Tastatur spielt sich besser. Aber es macht durchaus Laune. Das heißt nicht, dass das hier nicht spielbar ist. Ich würde sogar einfach sagen, dass Konsolenshooter vielleicht ein ganz anderes Genre sind. Dass es halt einfach ein Konsolenshooter ist. Und dass man gar nicht so mit dem PC-Shooter vergleichen sollte. Das würde ich einfach nicht tun, weil da tut man sich keinen Gefallen mit. Aber Halo ist schon ein cooles Spiel und macht im Multiplayer durchaus Laune. Ist natürlich alles ein bisschen kleiner und ein bisschen ja, zurückhaltender als die großen Bombasten auf dem PC. Aber das muss ja auch nicht immer so sein. Wie ihr hier sehen könnt, auf Halo kann man auch Dual-Wide spielen. Ich habe Dual-Wide, das ist das letzte Gameplay, was ihr sehen könnt, ungeschnitten mit den SMGs hier rumgelaufen. Die waren relativ cool im Dual-Wide, im einzelnen Schussding sind sie nicht ganz so cool, wenn man sie nur solo drin hat. Beim Dual-Wide kann man damit schon was reißen, die haben mir relativ gut gefallen. Er ist hier, glaube ich, völlig AFK gewesen oder wurde einfach vollkommen überrascht, hat vielleicht da irgendwas eingestellt, ich weiß es nicht. Ja, damit nähert sich, wie gesagt, das Gameplay dem Ende zu. Mir hat es deutlich Spaß gebracht, mithalten konnte ich nicht. Das Experiment ist doch relativ gut geglückt, würde ich sagen. Ich musste ein bisschen ruhiger werden vom Aiming her. Ansonsten funktioniert das relativ gut. Ich hatte auch ein paar Stellen und ein paar Gegner, die mir übelst auf den Sack gegangen haben, aber auch vielleicht die teilweise auch mein komplettes Team auseinandergenommen haben. Da muss das Matchmaking von Halo 3 noch ein bisschen verfeinert werden oder sich ein bisschen anders einstellen, weil teilweise bekommt man übelst auf den Sack und teilweise kriegt man die Leute auch richtig gut zerlegt. Ja, muss man sehen. Ich wurde relativ... Im Großen und Ganzen hat es relativ gut funktioniert, würde ich sagen. Ich wurde nicht komplett dauernd zerlegt, aber hat gut funktioniert. Aber ich habe auch ein paar gute Leute zerlegt. Von daher will ich nicht zu viel meckern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wollt ihr mehr von Halo sehen? Schreibt mir unten in die Kommentare. Habt ihr überhaupt schon mal Halo gespielt als PC-Spieler oder seid ihr da vollkommen abgeneigt? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir unten in die Kommentare. Würde mich durchaus interessieren. Mir hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns wieder in weiteren Gameplays zu anderen Spielen. Vielleicht auch zu Halo oder vielleicht zu einem anderen Xbox-Spiel in ferner Zukunft. Bleibt mal gespannt. Ich habe da so einiges in Planung. Und ja, ansonsten wünscht euch was unten in den Kommentaren, mehr Halo Gameplay oder sonst was. Wir sehen uns wieder. Bis dann, Leute. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.